Aircraft Interior in Hamburg, Impressionen zum Beispiel vom Airbus-Stand. Dann geht es weiter mit Qantas, die haben A380er, der zerlegt wird. Lufthansa A380er gibt es ein paar Neuigkeiten, unter welchen Bedingungen er eventuell kommt oder halt dann eben nicht kommt. Des Weiteren geht es weiter mit Choice Hotels, die sind von Radisson überzeugt gewesen und haben es gekauft. Air France KLM hat die Staatshilfen abgelöst, das ist eventuell wichtig, auch für Lufthansa. Und als letztes Thema Deal of the Day, da geht es von Stockholm nach Dubai. Mein Name ist Lars und heute geht es natürlich wie immer um den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit wir bis zum Ende des Monats die 2000er-Schwelle überschreiten können. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr unten kommentiert, die Glocke anmacht, natürlich vorher, und ein Like da lasst. Das erste Thema ist die AIX, das ist die Aircraft Interior Expo in Hamburg. Die hat jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren das erste Mal wieder physisch stattgefunden. Alle waren happy, dass man sich getroffen hat. Ich bin gerade übrigens in der Lounge für euch in Hamburg im Park Hyatt. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, wie so eine Kaffeemaschine oder sowas, dann wisst ihr, andere Gäste genießen die Lounge. Ja, das erste Thema Aircraft Interior, da ging es los. Wir sind auf die Messe gegangen, haben dann erstmals natürlich den Messestand von Airbus gesucht und gefunden. Das ist der 330er Mockup von Finnair. Ja, Finnair würde ich jetzt übertrieben formulieren nicht sagen, weil es ist halt einfach nur, dass 2 Sitze von Finnair drinstehen und man bekommt auch ein Gefühl für die Weite. Ich habe dann auch direkt die Möglichkeit genutzt, den Sitz auszuprobieren mit meinen 2,01 Meter. Ich saß bequem drin. Es war auch sehr weit von der Breite her, alles sehr schön. Auch die Füße haben gepasst. Der Monitor hatte leider nur ein Video, was abgespielt wurde. Also nichts, was wirklich In-Flight gemacht hat. Und dann habe ich mich hingelegt. Seht selber. Ja, das Hinlegen war nicht ganz so prickelnd, weil ich nicht mit dem Kopf runterkam. Dann ging es weiter in den Mockup vom Airbus A320. Da gibt es die sogenannten XL-Headbins, die bis zu 66% mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe, Platz haben. Man kann dort in der Kabine wirklich für jeden Passagier ein Gepäckstück unterbringen. Fand ich sehr, sehr gut. Dann sieht man auch nochmal auf der rechten Seite zum Beispiel, dass die JetBlue-Kabine, die einsetzen, das Studio, auch nochmal sehr imposant. Auf der linken Seite selbiges. Aber ich muss ja sagen, rechts in meinem Flugrichtung, also wäre das die rechte Seite, jetzt ist das die linke Seite. Das waren die Impressionen von 9 Flugzeugen, 350er, A220, A320, wurde alles gezeigt. Qantas hat den A380er, das sind die Flugzeuge, leider von gestern, werden ja leider nicht mehr hergestellt. Man hatte bei der Qantas ja nie an dem Programm irgendwelche Zweifel gegeben. Man hat auch immer gesagt, ja, das Programm ist uns wichtig. Und man hat ja auch die Flugzeuge in Dresden zum Beispiel verbessert. Man hat die Kabinen aufgewertet. Aber nichtsdestotrotz, von den ursprünglich 12 Flugzeugen bei Qantas werden nur noch 10 fliegen. 2 werden gerade zerlegt in der Wüste in Kalifornien. Und diese Flugzeuge werden als Ersatzteilspender benutzt. Die Triebwerke sind weg, die Nase ist weg. Türen sind raus, also all das, was man verwerten kann für die anderen Flugzeuge, wird da quasi wahrscheinlich nach Australien verschifft und da dann wieder eingebaut, wenn man es braucht. Es handelt sich einmal um die Maschine, die früher mit dem Kennzeichen Victor Hotel Oscar Quebec Foxtrot, so ist es, Foxtrot, also F, durch die Welt flog und ist 2010 ausgeliefert worden, hatten da also den Namen Charles Kingsford Smith, das ist ein australischer Flugpionier. Das nur für unsere Flying Geeks, aber leider für die 2 Flugzeuge keine Zukunft. A380er von der Lufthansa, das ist ja ein Riesenthema, wohl auf der Messe auch so ein bisschen nochmal besprochen. Mario hat ja auch die Gelegenheit gehabt, mit Carsten Spohr zu sprechen, gestern Abend, oder was, gestern Abend war das Event. Und Carsten Spohr hat gesagt, er würde es selber nicht wissen, es liege an Boeing. Und das ist halt die ganze Wahrheit. Im Moment ist es halt so, die Lufthansa braucht Flugzeuge,
aber man möchte nicht in den 80ern in Betrieb nehmen, weil man eher auf die 777 schielt, weil die kennt man im Konzern schon, die hat man ja als Cargoflieger zum Beispiel. Und da ist es halt so, dass man da einfach den Flieger einfach in der Flotte integrieren kann und auch weniger Aufwand hat. Wenn man jetzt bei den Fliegern von der Lufthansa die 8 verbleibenden zum Beispiel nehmen würde, heißt also, das wäre die sogenannte 6 plus 2 Variante, 6 fliegen, 2 sind spare, würde man auch immer noch 1000 Leute brauchen, um diese Flotte zu beredern. Und die andere Variante ist, dass man anstatt 6 Stück und 2 als Reserve, dass man 3 behält zum Fliegen und eine als Reserve, also 4. Was man damit macht, weiß man immer noch nicht. Es liegt jetzt daran, es gibt bei Boeing anscheinend 777-300 Whitetails, also das so, wie es bei der 787 war, für andere Hersteller oder beziehungsweise für andere Fluggesellschaften. Und da muss man halt einfach gucken. Und es sind sogar ERs, Extended Range. Wir lassen uns da überraschen. Wer uns auch überrascht hat, ist Choice Hotels. Choice Hotels ist eine Kette, die mir bekannt ist, aber immer so im Regelfall irgendwie so unter ferner Liefen läuft. Die haben eine Hotelkette gekauft, und zwar Radisson. Hat mich ein bisschen gewundert, Radisson, die sind ja bei den Chinesen aufgekauft worden. Ihr erinnert euch zum Beispiel, dass es ein Rewards-Programm von Radisson gibt in USA und in Europa bzw. Rest der Welt, weil die Amerikaner nicht möchten, dass die Daten in China verwaltet werden. Deshalb hat man das amerikanisch bekommen. Es konnte ja reziprok immer hin und her geschoben werden, also alles problemlos, aber irgendwie auch merkwürdig. Die Firma selber, Choice Hotels, ist irgendwie glücklich gewesen, dass sie bekommen haben für 675 Millionen. Wenn man es runterrechnet, 1 Million pro Hotel oder pro Zimmer. Ich hatte das jetzt gar nicht mal ausgerechnet, wie viel das pro Zimmer sind, die gekauft haben. Weil Hyatt war im Gespräch, und Hyatt wäre in meinen Augen auch ein guter Partner gewesen, wenn man das hätte bekommen können. Choice Hotels, schaut euch das mal einfach an, inwieweit das für euch dann spannend und interessant ist. Air France KLM, die ja zum Beispiel auch mit dem Frachtfirma zusammengehen wollen, mit CMA, CGM, wie man glaube ich im Französischen sagt, die haben ihre 2,26 Milliarden Euro Aktien, haben sie dann wieder am Dienstag, wie sie mitgeteilt haben, rückgezahlt, die Staatshilfen. Und die Staatshilfenrückzahlung ist ganz wichtig und auch für Lufthansa wichtig, damit man bei ITA weiter bieten kann und weiter im Rennen ist. Weil das war laut Lufthansa der Verhinderungsgrund, warum die KLM Air France, würde ich sagen Air France KLM, dass die bei der ITA gar nicht zum Zug kommen dürfen, weil solange man Staatshilfen hat, darf man keine andere Fluggesellschaft kaufen. Da gibt es so eine Regelung. Und Lufthansa hat ja seine Staatshilfen deshalb, also den Kredit, auch zurückerstattet. Und damit ist natürlich mit dieser Kapitalerhöhung, die man gemacht haben, sind natürlich die anderen auch verwässert worden. Aber ganz, ganz wichtig, ITA soll ja diesen Monat entstehen werden, also demnächst. Nachdem wir uns ja bei Finnair die Kabine angeschaut haben in dem 350er, die übrigens mit einer Rückenlehne, die sich nicht verstellen lässt, ausgestattet ist, 40% glaube ich oder 30% weniger Gewicht und auch wesentlich weniger Stellmotoren. Heutige Besitzer haben 3 Stellmotoren in der Business Class. Die Sitze, die bei der Lufthansa von Recaro noch kennt, die hatten sogar 6. Und der hat jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nur noch 2 oder 1. Ich weiß es nicht, weil man muss ja selber auch runterrutschen, damit man da in diese horizontale Lage kommt. Gibt es jetzt einen Deal, den ich euch vorstellen möchte, in der Buchungsklasse R. Das ist ein One-Way von Stockholm nach Dubai. Und der liegt bei 425 Euro plus Steuern, knapp etwas über 450 Euro. Und hat eigentlich keine Limitation, keine Restriktion. Liegt wahrscheinlich natürlich auch an dem lecker warmen Wetter in Dubai. Wir haben da nur locker 48 Grad plus X im Moment, aber es ist halt ein Ziel, was sich natürlich immer wieder lohnt. Wenn man sich das anguckt, der Flieger geht los in Stockholm, fliegt dann nach Helsinki, und in Helsinki gibt es dann den Flug, der 7 Stunden nach Dubai International geht mit Ankunft um 10 vor 11, also in der Nacht mitten, dann ist es nicht ganz so warm. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Heute so ein bisschen wieder mobil oder noch immer mobil oder on Tour. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Was habe ich vergessen? Kommentieren, ne? Ja, ich glaube schon. Ansonsten immer noch kommentieren und bis morgen bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.